Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch einen Aufgebrauch zeigen und zwar habe ich gesammelt, gesammelt, gesammelt und es ist einiges. Ich werde es so machen, dass ich erst mit, also ein paar Dinge brauche ich halt davon noch, so verpackungstechnisch. Ich werde euch erstmal zeigen, dekoratives, also erstmal Pflege, dies, jenes und trotzdem bleibe ich bei Haushalt, weil es rendiert sich für mich nicht. Zum einen ist auch leer gegangen in meinem Projekt von Moonsavon. Oh, Lat. Wenn ich dran rieche, wir fangen direkt an, gell? Habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung. Dieses gute Stück hier, wenn man dran riecht, riecht es lang noch nicht so gut, wie wenn man es auf dem Schwamm mit Wasser macht. Es hat keine Parabene und es hat keine Farbstoffe. Ja, es war in Ordnung. Ich würde es mir nicht nachkaufen, weil es kostet über 1 Euro und das ist es mir nicht wert. Ich finde DARF da irgendwie besser und DARF ist ja auch mittlerweile tierversuchsfrei, falls ich bin nicht auf tierversuchsfrei, aber das habe ich mitgekriegt und das unterstütze ich doch gerne. Ich habe hier eigentlich so ein richtig süßes Haarband, aber meine Haare, ich musste einfach duschen. Ich muss einfach duschen. Dann hatte ich bin mir sicher, ich habe euch das letztes Mal im Aufgebraucht gezeigt. Das ist jetzt nämlich vom November. Ich habe es reingeworfen, weil ich mir unsicher war, aber dann habe ich drüber geschlafen und gedacht, ja doch, eigentlich schon. Ich würde es mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich würde es immer versuchen, günstiger zu bekommen als 15 Euro, weil 15 Euro für ein Gesicht, Wässerchen, was aber 10 Wochen hält. Ihr könnt euch nicht beschweren, ne? 10 Wochen hatte ich was davon. Dann habe ich auch eine super geile Maske gemacht. Die habe ich tatsächlich 2-mal oder sogar 3-mal gemacht. Oder ich wollte es nochmal machen. Vielleicht haue ich sie mir noch drauf, weil wenn ich mir das recht überlege, ist so viel Feuchtigkeit noch drin. Ich klappe die Dinge einfach um. Ich lege die Maske rein und klappe sie dann um. Und dann benutze ich es einen Tag danach. Wisst ihr, was ich meine? Also von daher, ja, zum Empfehlen. Für 5 Euro nein. Die ist von It's Skin. 5 Euro nein. Aber für 2 Euro ja. Weil ich finde einfach, Tuchmasken ist es die pure Verschwendung. Egal wie Luxus es ist Luxus, was man in die Tonne kloppt. Sehr, sehr schade drum. Falls ich ein bisschen fertig aussehe, ja, das, so sehe ich tatsächlich aus. Mir ist die ganze Lidstrich natürlich hier lang gelaufen. Geil. Geiles Teil, würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil Tuchmasken allgemein finde ich rein persönlich einfach unnötig zu viel. Dann sortiere ich etwas aus, was auch der Übeltäter war. Den habe ich heute in mein Auge bekommen, der ist von Lotti London. Der funktioniert noch, ich zeige euch das mal, der funktioniert noch. Könnte ich jemanden ins Trash-Paket machen? Genau. Mache ich jemanden ins Trash-Paket? Vielleicht kommt derjenige besser damit klar. Mein Auge hat heute getränt und hat alles, mein ganzer Wingliner war weg. Also falls sie auch ungleich sind, ich musste ihn nochmal nachziehen. Aber es geht noch. Also ich war so auch im Kindergarten und habe Laterne gebastelt. Also für mich nur wasserfest, weil ich möchte mir das einfach nicht antun. Der malt und der ist so schwarz wie die Nacht und wie meine Seele, eigentlich noch schwärzer. Aber ja. Dann habe ich, das Deo habe ich euch das auch gezeigt, weil das habe ich auch vor 2 Wochen leer gemacht. Duft von Hibiskusblüte würde ich mir nicht nachkaufen, ich mag keine Floralen. Also das mochte ich jetzt unter meine Arme nicht. Ich war so satt, dass ich das schon, ich war einfach satt gerochen von dem. Dann vor kurzem leer gegangen ist mein Budnica Waterproof Augen-Make-up-Entferner. Den würde ich 2 oder 3 Mal auch mitnehmen aus Hamburg. Den habe ich im Budnikowski gekauft. Ich finde ihn richtig gut. Er brennt nicht. Er hat einen Ölfilm. Ja, aber ich schmink mich eh nochmal ab. Also es ist nicht nur das, was ich dann benutze, sondern ich schmink mich damit ab. Und den fand ich gut. Also falls ihr in Norddeutschland Budnikowski habt, schlag zu. Ich glaube, unterm Euro, kurz nach dem Euro, also wirklich erschwinglich. Ich finde den von Balea nicht ganz so gut, den teste ich gerade. Dann hat mein Freund leer gemacht, davon habe ich euch schon mal berichtet, von Eucerin. Das ist trockene, schuppende Haut, also Kopfhaut. Ich muss sagen, ja, der Duft ist nicht so medizinisch, wie ich mir gedacht habe. Ich habe es auch nicht benutzt, weil ich einfach keine trockene Haut habe. Ich habe von einem Shampoo trockene Haut nach dem ersten Tag waschen und dann geht's eigentlich. Von daher, ich habe weniger Probleme so mit Schuppen. Ab und zu juckt meine Kopfhaut, ja. Ob ihn wirklich so ein Teil für 12, 13 Euro geholfen hat? Nein. Nee, es ist einfach das Gel, was seine Kopfhaut austrocknet. Müsste eigentlich jeden
Abend seine Haare waschen. Aber macht er nicht. Hier ist die Isana Young Maske, auch Ratzeputze leer. Ja, so eine Maskendinger mit 10 Milliliter, was will man mit einer Anwendung? Also könnte man das nicht irgendwie ja halbieren oder irgendwie sich eine andere Lösung einfallen lassen, einfach weniger. 5 Milliliter reichen. Man muss sich das nicht zuspachteln, ich weiß nicht. Dann habe ich zwei Mascaras aussortiert und zwar beide waterproof. Eine würde ich nachkaufen und zwar die hier, weil ich das Bürstchen einfach besser finde. Die hat so ein Mini-Mini-Mini-Bürstchen. Vielleicht seht ihr das, das ist so halbes Auge. Und die war wirklich so, die hat jedes Härchen erwischt, aber nicht so lang gezogen wie so mega dünne Beinchen oder sowas, mega dünne Wimpern, sondern hat auch ein bisschen geklumpt und das war das, was mir gefallen hat. Die hier hat auch denselben Effekt erzeugt, weswegen ich sie gemocht habe, weil die nicht ganz so schmal aneinander gebunden sind, diese Teile hier. Sie dürfen jetzt ausziehen, der Sommer ist rum, ich werde sie eh nicht vor dem nächsten Sommer benutzen, deswegen, ich brauche auch keine Waterproof. Ja, leer ist was anderes. Meine Tochter hat versprüht, um Gottes Willen. So was Süßes überhaupt. Boah, so ekelhaft eigentlich. Das ist Belu. Das ist 2-in-1 Body Spray Yummy Lemon. Nee, würde ich niemals nachkaufen. Also wenn sie es haben möchte, ja. Sie kriegt da schon Geld, sie kann sich das kaufen. Oder ich kaufe ihr das mal so mit. Aber täglich oder wenn wir in DM gehen, würde ich es ihr nicht holen. Also nicht immer, nee. So, ich werfe jetzt schnell mal ein Produkt rein, was eigentlich nicht zu Beauty gehört. Und zwar ist das so ein Traumduftstecker. Also ich habe das satt, sage ich mal, das zu riechen. Ich werde den letzten Rest hier aufbrauchen und dann möchte ich das aber auch wegschmeißen. Ich habe das gekauft, weil ich ab und zu mal, wenn ich keine Kinder hatte, im Badezimmer einfach mir eine Badewanne einlaufen lassen habe. Eine geraucht habe, also nicht einen, sondern eine, und einfach genossen habe, meine Freizeit, mich selber zu bespaßen in der Badewanne, habe YouTube-Videos geguckt und dann stinkt das so lange, ja, gerade im Winter oder sowas, wo man einfach nicht, das mache ich sonst nie, ich rauche nicht in der Wohnung, aber da war es so, oh ja, einmal gönn dir im Jahr. Und da habe ich diesen Scheißteil hier gekauft, weil es mich echt aufgeregt hat. Am nächsten Tag hat man einfach dieses kalte gerochen. Das riecht einfach wie nach Kneipe, ne? Das ist ekelhaft, das wollen wir nicht. Aber das werde ich mir nicht nachkaufen. Ich werde den letzten Rest noch aufbrauchen. Und dann kommt das auch definitiv in die Tonne, weil es läuft sicherlich noch aus. Dann aus meinem Projekt. Ich hatte euch im Projekt einfach vergessen, was ihr alles aufgebraucht habt. Intimo von Nivea ist für mich ein unnötiges Produkt. Ich habe am Schluss meine Achsel damit gewaschen, weil ich einfach nicht so viel Intimbereich habe, wie das Zeug voll ist. Und gemacht hat es nichts, also nichts anders da als Duschgel. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das Duschgel mich überreizt. Es hatte einen angenehm frische Deo-Duft, also ganz, ganz leicht. Ob das dann gesund ist, weiß ich auch nicht. Von daher wird das nicht nachgekauft. Dann habe ich auch den Body Scrub leer gemacht von Action. Ich fahre bald nach Hamburg. Und da werde ich mir vielleicht im Action was gönnen. Ich möchte einfach nochmal was Neues ausprobieren. Ich möchte einfach... Es ist nicht so, dass ich nicht aufbrauchen werde. Ich werde trotzdem standhaft bleiben, bis meine Schublade so gut wie leer ist und auch mein Schrank. Ich komme gut voran, von daher, ich habe viele Produkte aufgebraucht. Ich kann mir auch ein, zwei Sachen nachkaufen. Nicht unbedingt, weil ich sie brauche, aber wenn ich was sehe, was ich sage, ja, das möchte ich gerne mitnehmen und einfach benutzen, weil es einfach gerade im Angebot ist in Hamburg oder sowas. Für mich ist Hamburg einfach echt was Besonderes und mein Opi wird 80 und ihr wisst ja selber, ich habe euch ja erzählt, er ist an Krebs erkrankt und ich weiß nicht, wie lange er es noch mitmacht und Opa ist wie mein Papa und ja, da würde ich mir so ein Body Scrub nicht nochmal nachkaufen, weil ich einfach diese Pötte nicht mag. So viel Badezimmer habe ich auch nicht. Ja, also mir ist so eine Tube dann lieber, die man dann so ausquetschen kann oder so. So, mein Freund, der hat auch, wenn ich da nicht gucke, was leer ist, hat von Schauma Anti-Schuppen dreifach Intensiv-Shampoo leer gemacht. Er hat gesagt, es hat nicht wirklich was gebracht. Wie gesagt, er hat vom Gel, ihm bringt das nichts. Es hat geschäumt, es hat alles sauber gemacht. Es hat ihn reingemacht, er hat das ewig gehabt. 400 Milliliter, weil nur er benutzt das. Er hat seine eigenen Sachen und meine eigenen Sachen habe ich dann.
Ja, genau. Dann hat meine Tochter leer gemacht. Mega geil. Das, den letzten Sprüher habe ich benutzt, um euch einfach zu erzählen, wie geil das ist. Es riecht wirklich frisch. Frischer Duft von Gurke und Frizzy, was auch immer es ist, sieht toll aus. Ich glaube, ihr hat einfach die Verpackung gut gefallen. Ich habe auch keinen Duft. Summertime Moments und war auch ohne Aluminium. Und sie mochte das, gell? Ja, ich will das. So, dann habe ich Handseife leer gemacht und zwar von Balea Med, pH-neutrale. Ich habe früher damit immer mein Gesicht gewaschen, mittlerweile habe ich es einfach in Seifenspender gekippt, weil ich einfach irgendwie keine Seife hatte. Ich wollte es aufbrauchen, fertig, das ist leer, jetzt habe ich nur noch diesen Nachfüllpack. Es wäre eigentlich bis nächstes Jahr haltbar, aber ich glaube, ich habe das schon länger offen und ich, nee, ich mag einfach nimmer. Ich mag nimmer so viel Kram haben. Dann habe ich auch aufgebraucht, das letzte Mal bei meinem Sohn, Abendsymphonie, Aromaschaumband, Lavendel und Vanille. Ich liebe es. Wenn ich daran rieche, das ist das hier und dann habe ich noch einen von Palmoliv mit den lilanen Deckel. Das riecht so nach Mandeln oder nach Entspannung. Das sind so meine Entspannungsdüfte, die ich wirklich nachkaufen würde. Im Moment nicht. Ich habe was anderes. Ich habe auch noch Badezusätze, aber wenn ich es haben möchte, weil das ganze Badezimmer riecht danach. Das ganze, und mein Kind riecht danach. Ich liebe es, mit ihm dann zu kuscheln. Das kann ich euch absolut für die Winterzeit empfehlen. Bäh. Überall dieses Kram. Ich das hasse. Dann habe ich leer gemacht. Aftershave Pflege von Balea. Würde ich mir nicht nachkaufen, weil ich es einfach nicht benötige. Ich habe es auch nicht aufgeschnitten. Ich muss, wie gesagt, nicht immer alles aufschneiden. Vor allen Dingen bei dieser Verpackung ist das sehr... Ich habe versucht, den letzten Rest rauszukippen. Es war eh schon sehr lange abgelaufen, genau 2017. Ich habe mir das einfach großzügig auf meine Oberschenkel geschmiert, auf meine unteren Beinepartie. Oberschenkel rasiere ich jetzt nicht, aber es hat weder gebrannt. Das Einzige, was es gemacht hat, es hat so einen Film hinterlassen und mein Bademantel hat sich daran so festgehängt. Und dann hatte ich die ganzen Fussel von meinem Bademantel auf meinen Beinen. Geil. Nachkaufprodukt? No. Würde ich mir definitiv nicht nachkaufen. Diesmal ging wirklich einiges leer. Zum Beispiel das hier ist auch in meiner Seife. Das fliegt bei uns schon seit 2001, glaube ich, rum. Nein, so lange nicht. 2016 hat es mir meine Freundin mal so eine Tüte mitgeschenkt. Ja. Seitdem liegt das auch bei uns. Und wir erfreuen uns an der Verpackung und wir sehen es, dass es sehr schön ist, aber wir brauchen es einfach nicht. Deswegen ist es in unseren Seifenspender. Dann habe ich aussortiert Lashes und zwar, weil sie mir einfach nicht stehen. Ich habe sie gestern draufgeklebt, das sieht aus wie dünne Fliegenbeinchen. Die sind bis zu meinen Augenbrauen und ganz, ganz fein. Das mag ich irgendwie nicht. Ich habe dann lieber kürzere, aber büschige. Und es sieht dann besser aus als das hier. Von Leni Lashes war es 138. Nee, war nichts für mich. Nee. Dann habe ich natürlich einen Nagellackentferner leer gemacht. Vor allem mit Aceton. Ich benutze nichts anderes. Ihr könnt an meiner Hand eigentlich sehen. Ich habe gestern meine Maniküre gemacht und habe alles runtergefeilt. Dann kann ich auch roten Nagellack tragen. Ich finde, wenn man so lange Nägel hat... Aber ich finde es schön, aber was heißt trauen? Mir steht es irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich bin so kurz und dann habe ich so lange Nägel. Das sieht einfach nicht gut aus. Wenn man selber lang ist und selber, ja, dann finde ich richtig geil. Also wenn ihr, ich würde auch jeden zum Aceton mal ausprobieren. Also Nagellackentferner mit Aceton. Weil ich finde einfach, der trocknet weniger aus als der mit Mandelblüte. Also von daher... Ich würde ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Und der war von Aveo. Und Aveo gibt es in Müller. Dann habe ich tatsächlich geschafft, mein Mattitude Puder leer zu machen. Da waren so ganz kleine Krümel, die habe ich auch noch umgefüllt. Also ich, diese kleinen Reste benutze ich trotzdem weiterhin. Klar, ich kann das nicht. Ich kann nicht einen Rest lassen. Nee, das ist der einzige Rest, der noch drin ist. Kommt natürlich in meine aufgebrauchte, dekorative Kosmetikgeschichte da. Wattepads sind leer gegangen. Ich muss sagen, die fand ich nicht so gut zum Nägellackieren.
fürs Gesicht war, also ablackieren, fürs Gesicht waren die richtig gut, aber ich fand, der Nagellackentferner ist irgendwie so schnell verschwunden da im Wattepad. Die von Balea sind viel, viel besser und ich glaube, vom Lidl oder Penny, also vom Lidl oder DM würde ich immer meinen Nagellack entfernen und wenn ich mal im Penny doch welche greife, dann nur für meinen Augen-Make-up. Dann ist auch meine liebste Zahnpasta leer gegangen von Colgate. Das ist die einzige, die ich liebe. Ich benutze sie jetzt ungefähr seit 10 Tagen nicht mehr. Und ich merke schon, ich finde nicht, dass Raucherweisheit, ne? So weiß, wie es halt geht, ist eigentlich nicht so weiß. Ich bin Kaffeetrinkerin, ich bin Raucherin. Und da hilft natürlich diese Zahnpasta nicht. Aber es helfen mir die Lichter, damit ihr es nicht so seht, ne? Dann habe ich noch ein LR-Parfüm leer gemacht. Das hat mich sehr stark an irgendein anderes Parfüm erinnert. La Vie est Belle. So hat das gerochen. Summer Edition. Ich fand das brutal ähnlich. Süßlich mag ich ja nicht so. Ich mag nicht so dieses Mini Pink Lady und Lady Purple und keine Ahnung was, Sexy Lady, ist nicht so meins, nee. Dann habe ich auch von Essence, verabschiede ich mich von einem Lash Glue. Ich mochte den sehr, sehr gerne, der war wirklich einer der zuverlässigsten Kandidaten meines Wissens, denn mit ihm ist mir meine Wimper nicht abgefallen, gestern, als ich welche drauf hatte, aber da, wo ich einen anderen benutzt habe, da waren sie futsch, ne? Also Essence hat ganz, ganz tollen Wimpernkleber damals gemacht. Macht's heute leider nicht. Dann habe ich noch ein Studio Nails Better Than Gel Nail. Kennt ihr die Geschichten hier noch? Das ist ein Nagelkleber. Immer wenn ich was Kleines zu kleben hatte, habe ich den benutzt wie ein Sekundenkleber. Hat auch super funktioniert und jetzt ist aber sehr, sehr eingedickt. Also kann ich euch nicht empfehlen. Ich weiß auch nicht, ob es noch diese Reihe so zu vertreten gibt. Genau, da ist die Umverpackung. Dann habe ich noch eine furchtbare Zahnpasta leer gemacht. Ich habe sie schon mal gehabt. Das war von Oral-B. Ich hatte sie schon mal so rum. Ich fand es nicht Zahnfleisch und Schmelz Pro Repair. Ich fand es sehr sensibel. Also meine Zähne und mein Zahnfleisch waren dem sehr sensibel gegenüber. Würde ich nicht nachkaufen. Ich dachte, es lohnt sich 4 Euro dafür. Nein, um Gottes Willen. Bloß keine 4 Euro. Dann aktuell badet mein Sohn. Deswegen kann ich das Video machen. In diesem Teil hier. Das hat er gestern von Oma geschenkt gekriegt. Das ist eine blaue Farbe und drin ist ein Schwamm. Generell mögen die Kinder das ja. Meine Tochter hat ihr es jetzt verschenkt. Sie ist. Warum hast du es ihm geschenkt? Nee, ich habe es ihm nicht geschenkt. Das da? Ich habe es behalten. Echt? Ja. Ich kann es aber gerade tun. Brauchst du nicht, Schatz. Ja, er freut sich, da war eine Katze jetzt drin und er freut sich ein Affen drüber. Dann habe ich das hier entsorgt, weil ich hatte das Gefühl, ich kriege davon Pickel, weil man das so, ne, so trockene Haut habe ich davon bekommen und ich musste es sehr, sehr lange behandeln und es war sehr, sehr anstrengend. Und da wollte ich euch noch was zeigen, das sind so gefakte Fisherman's French oder sowas. Da vom Lidl habe ich die her. Die kann ich euch empfehlen. Die sind letztes Jahr abgelaufen, sehe ich gerade. Die waren sehr lecker. Ich mag sie nicht immer so. Ich mag immer Pfefferminzgeschmack. Solange es nicht nach Lakritze schmeckt oder riecht, ist es in Ordnung. Den würde ich mir tatsächlich nachkaufen, aber im Moment zupfe ich sehr, sehr selten. Vor allen Dingen bei meinem Unkraut wächst nicht. Ich habe so ganz feine Haarchen, die rasiere ich manchmal weg, manchmal weniger. So, kommen wir jetzt mal zum... Ah ja, genau. Ich hatte den hier von Kiss benutzt und da ist meine Wimper abgeflogen. Der von Essence zuverlässig hoch 10. Der von Kiss war echt ein Scheiß. Wirklich ein Scheiß. Obwohl der weniger offen ist als der von Essence. Und das ist nämlich das Ding, ich glaube, je länger ein Produkt älter ist von den Lash Glues, je besser wird's. Ist einfach so. Dann habe ich noch einen Kloreiniger sauber gemacht. Ich glaube, ich habe das im Norma gekauft. Ja, genau, Norma. Da sieht man es. Total der Scheiß, macht gar nichts. Also es hat ein bisschen blaues Wasser. Und eigentlich ist da Wasser wahrscheinlich drin mit blauer Farbe. Also könnt ihr echt vergessen. Das heißt Saubermax, WC-Reiniger. Nee,
Es hat echt nichts mit WC-Reiniger zu tun, mochte ich überhaupt nicht. Und dann ist schon wieder unser Rohr verstopft im Waschbecken. Ich könnte kotzen. Denk mit Rohrreiniger, jetzt geht's wieder, aber es stopft trotzdem. Wenn ich jetzt noch Pinsel wasche, dann ist gut Nacht. Also ich warte, bis ich jetzt noch Rohrreiniger kaufe und dann wasche ich meine Pinsel und dann haue ich das rein. Vielleicht auch über Nacht, dass das richtig da reinpfeffert. Und das letzte Produkt war dieses Teil hier. Ich glaube, ich habe es im Aldi, Lidl oder sonst was gekauft. Das ist so für die Küche, damit stinken die Finger nicht so, wenn man da so dran rumreibt, weil es Edelstahl ist und man konnte sich richtig... Wäre das nicht kaputt gegangen und würde das nicht irgendwann so siffig drin aussehen, würden wir das weiter benutzen. Ich war jetzt im DM und ich war auch im Müller und ich habe ein paar Sachen gekauft. Natürlich werde ich euch dann dazu sagen, wenn ich es leer mache. Aber für mich hat sich das kein Haul gelohnt. Deswegen ja. Ich wünsche euch was. Geh bitte wieder rein. Ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.